Jetzt hat der Kollege Sven Schulz das Wort für die Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben im Hochschulbereich eine ganze Menge Probleme. Das haben die Studierendenproteste gezeigt, aber auch unser Fachgespräch, das wir im Ausschuss neulich hatten zur Umsetzung des Bologna-Prozesses, hat deutlich gemacht, dass wir einen erheblichen Handlungsbedarf haben. Alle Experten haben das gesagt. Und so erwarten die Bürgerinnen und Bürger, erwarten die Studierenden, erwarten die Lehrenden eine kraftvolle Initiative der Regierungskoalition. Und nun habe ich eben gerade dem Staatssekretär Rachel zugehört, eine ganze Menge salbungsvoller Worte, aber nichts steckt dahinter. Und wenn man sich den Antrag, den die Regierungskoalition hier vorgelegt hat, Bologna-Prozess vollenden, wenn man sich den mal durchliest, dann kann man nachgerade depressiv werden. Das fängt damit an, dass sie das Problem verharmlosen. Da wird dann gesagt, in Deutschland ist die Umsetzung der Bologna-Reformen weit vorangeschritten. Wesentliche Ziele der Reform sind bereits jetzt erreicht. Und dann sprechen Sie davon, dass die Zahl der Studienabbrecher an Universitäten von 24% auf 20% zurückgegangen sei. Das stimmt. Aber dass die Quote der Studienabbrecher an den Fachhochschulen im gleichen Zeitraum von 17% auf 22% gestiegen ist, das kommt bei Ihnen gar nicht vor. Und dann kommen Sie dann doch zur Kritik und schreiben, die vergangenen Studentenproteste haben verdeutlicht, dass die Bologna-Reform an einigen Hochschulen noch nicht die erhoffte Wirkung entfalten konnte. Hui, ist das kritisch, ist das eine realistische Problemsicht. So, und dann begrüßen Sie umfangreich unterschiedlichste angebliche Aktivitäten der Bundesregierung. Also der Deutsche Bundestag soll hier begrüßen, das Bekenntnis der Bundesregierung, die Bereitschaft der Bundesregierung, die Absicht der Bundesregierung. Was haben wir hier noch? Nochmal die Absicht der Bundesregierung und eine Einladung der Bundesbildungsministerin. Also an einer Stelle werden Sie allerdings konkret und werden Sie forsch. Sie sprechen nämlich hier von dem Bologna-Gespräch am 12. April 2010. Ist dumm gelaufen. Das Gespräch ist am 17. Mai. Also Sie sind da offenbar von der Schlafmützigkeit sogar noch Ihrer Ministerin überrascht worden. Ansonsten, wenn ich mir so diesen Katalog der Dinge ansehe, was Sie begrüßen an der Bundesregierung, da fehlt gerade noch, dass Sie die Ministerin dafür abfeiern, dass sie morgens ins Büro geht und dem Pförtner guten Morgen wünscht. Und es schließen sich dann an Aufforderungen an die Bundesregierung vollkommen ohne Belang und dann noch viel länger und ausführlicher Appelle an die Länder, an die Hochschulen, an die Wirtschaft, also an die Adresse von anderen. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Regierungskoalition, das ist ideenlos, harmlos, folgenlos. Das bringt uns nicht weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass Ihnen das selbst ein bisschen peinlich ist, Ihnen selbst ein bisschen peinlich ist, das merkt man schon daran, dass Sie diesen Antrag hier direkt abstimmen lassen wollen und nicht erst, wie das normalerweise der Fall ist, in die Ausschussberatung geben und hier im Plenum nochmal diskutieren lassen wollen, sondern das Ding soll irgendwie schnell weg in die Rundablage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist keine ernsthafte parlamentarische Arbeit, sondern das ist ein Witz. Das geht so nicht. Das wäre aber alles nicht so schlimm, wenn Sie nicht noch die guten Anträge, die guten Initiativen von uns auch noch ablehnen würden. Das fing bei der CDU-CSU schon in der Großen Koalition an. Da haben Sie unseren Vorschlag für einen Studienpakt abgelehnt, blockiert. Sie haben jetzt unseren Antrag zur Förderung guter Lehre ebenfalls abgelehnt. Und dann kommt irgendwann nach vielen Diskussionen und Protesten die Bildungsministerin Schawan dann doch irgendwann mal um die Ecke geschlichen und spricht dann von einem Qualitätspakt Lehre, ja, 2 Milliarden Euro innerhalb von 10 Jahren. Und dann guckt man mal, was konkret passiert. Nichts. Man guckt in den Haushaltsplan für 2010, da steht in dem entsprechenden Titel, stehen da genau 2 Millionen Euro drin. So viel zu den 2 Milliarden. Und unseren Antrag im Ausschuss, diesen Titel deutlich aufzustocken, den haben Sie auch noch abgelehnt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist wirklich schwach von der Regierungskoalition. Wir wollen erreichen, dass jährlich 1 Milliarde Euro mehr in gute Lehre in die Hochschulen investiert wird. Machen Sie das, stimmen Sie dem zu, anstatt hier so eine Wischiwaschi-Nummer abzuziehen.